Kanajima! Catty, sie ist wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge aus dem realen Irrsinn. Und die ist uns heute vorgeschlagen worden von Mr. Zero. Die zwei Folgen, die wir heute noch im Livestream, falls ihr da mal dabei sein wollt, reacten, sind beide von ihm. Und die erste Folge, die wir haben, hat was mit einem Schwertransport zu tun. Und ja, mit dem Transport ist was Besonderes passiert. Was natürlich normalerweise mit einem Transport nicht passieren sollte. Das liegt dann aber meistens an der an einer Fehlplanung. Und ja, wir gucken einfach mal, was genau passiert ist. Ich weiß, wie gesagt, vom Titel her wird es gesagt. Und das Ganze war in Zögel, wo immer auch Zögel liegt. Falls ich das rausgefunden habe, findet ihr das jetzt irgendwo hier unten oder oben eingeblendet, wo das liegt. Ich werde da mal nachgucken, bevor ich das Video schneide. Genau, so, wir wechseln aber rüber in den Live-Bereich. Ach ja, so, das sehen wir. Ja, genau. Und wie ihr hier oben schon seht, hier, warum auch immer das nicht angezeigt wird, also wie ihr schon seht, umgekippter Schwertransport in Sögel. Das ist natürlich nicht so gut, weil ein Schwertransport heißt ja nicht umsonst Schwertransport. Und das dann wieder aufzurichten, wird schwierig. Sehr schwierig. Wir fangen aber mal an. Endlich ist der Schwertransport unterwegs. Zwei riesige Gastanks reisen durchs regnerische Emsland. Aha, also jetzt wissen wir, Sögel liegt im Emsland. Also im hohen Norden, genau, weil die Ems fließt ja im Norden. Begeisterte Menschen säumen die Straßen. Schließlich mussten sie so lange auf dieses Großereignis warten. Damit der Transport hier langrollen kann, griff man bereits im vergangenen Jahr zu einer genialen botanischen Maßnahme. Sie haben die Bäume abgesägt. Nein, sie haben die Bäume ausgebuddelt, wahrscheinlich woanders hingepackt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas lese, umgekippter Schwertransport. Ja, und sehe dann, dass die Leute ganz nah dran stehen. Leute, was glaubt ihr, was passiert, wenn das Ding umkippt und ihr steht da im Weg? So schnell könnt ihr gar nicht reagieren und dann seid ihr platt wie eine Flunder. Gut, okay, Flundern sind im Norden deutlich häufiger zu finden als im Süden. Aber, ja, genau. Diese Bäume wurden, naja, halbiert. Okay. Die wurden halbiert? Ja, gut. Passiert. Das Volk jubelte. Also die Bäume sehen jetzt irgendwie bescheuert aus. Du musst dir vorstellen, du hast einen Baum, der ist normal so und jetzt sieht er so aus. Im Sögel, im Endplan. Sögel kennst du? Ah, okay. Also Kistenkaller meint gerade, er kennt das. Okay. Gut, weiter geht's. Schön, es sieht total beschissen aus. Das ist wirklich eine Verschandelung der Straße. Ein Wort, unmöglich. Ja, nicht nur, dass es unmöglich ist oder eine Verschandelung der Natur, es ist auch ein Raubbau an der Natur. Also bitte, wie dumm kann man sein? Buddelt die Dinger doch aus und setzt sie ein Stück zur Seite. Oder buddelt sie aus, stellt sie zur Seite, wenn der Schwertransport durch ist, baut sie rein. Wie kann man auf so eine dumme Idee kommen, Bäume abzusäbeln? Okay, gut, okay. Das ist aber auch das Einzige, was den Vorteil hat. Aber du kennst doch die deutsche Politik. Bei der deutschen Politik geht nie irgendwas schnell. Die haben mit Sicherheit alleine 5 Wochen gebraucht, bis sie auf diese wahnwitzige Idee gekommen sind. In diesen 5 Wochen hätten sie die Bäume auch ausbuddeln können und zur Seite stellen können. Okay, gut, ich weiß, ich habe mich mit meiner eigenen Logik mal wieder geschlagen. Unmöglich ist im Emsland gar nichts. Deshalb wurde der Ablauf des Schwertransports über Monate akribisch geplant. Also nicht nur Wochen, sondern Monate sogar. Sie haben Monate gebraucht, um das zu planen. Und am Ende geht das Ding dann doch schief. Mit modernstem Hightech-Schnickschnack. Im Vorfeld des... Deutschland macht das mal in Frankreich. Oder in Japan. Transportes hat die Firma eine Streckenüberprüfung mit einem 3D-Scan vorgenommen, um zu prüfen, ob das Lichtraumprofil ausreichend ist. Ein Lichtraumprofil? Ich sage jetzt mal, was ich denke, was das ist. Sie sind da mit dem Pad durch die Gegend gefahren und haben das gefilmt und geguckt, ob das Licht, was da durchfällt, so fällt, dass der Schwertransport genau durchpasst.
Ja. Traumprofil reicht aus, erstmal Mittag. Nach dieser intensiven Planung kann nichts mehr schiefgehen, sieht auch die holländische Transportfirma so. Ah, okay, 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 das musste schiefgehen, das musste schiefgehen. Man kann sehr gut manövrieren mit den Anhängern, dann auch eine Engstelle, das geht immer. Geht immer. Und da lag er im Feld. 240 Tonnen ab auf den Acker. 240 Tonnen. Ja, ja, ich kann nur so machen. Das erste Dings ging an unser Kistenkater, aber das ging jetzt da dran. Und so viel zu diesem Thema. Mit dem Anhänger kann man gut manövrieren und man kommt durch die engsten Stellen durch. Und das ist eine relativ weit gezogene Kurve, so wie das optisch jetzt aussieht, und er schafft es nicht einmal da lang zu fahren. Wie will er dann bei engen Kurven um die Ecke kommen? Typisch Holländer, die kriegen nichts gebacken, nichts gebacken. Ihr wisst ja, das erste, was die ersten, die merken, dass die Klimaerwärmung zur Anstieg des Meeresspiegels führt, sind die Holländer, die gehen unter. Naja, sowas kann doch mal passieren. Und den Behörden waren da sicher die Hände gebunden. Schließlich kann der Schwertransport ausnahmslos auf dieser einen Route fahren. Oder? Ob man nochmal von vorne beginnen muss, was die Routenauswahl, die Streckenauswahl angeht. Das alles werden wir heute und in den nächsten Tagen mit den beteiligten Behörden besprechen. Also hätten sie eine andere Route nehmen können, die eigentlich viel einfacher gewesen wäre, bei der nicht die Bäume halbiert werden hätten müssen und nicht der Tank im Acker gelandet wäre. Das nenne ich typisch deutsche Planung. Aber super, dass die Bäume schon mal kahl geschoren wurden. Einige werden die Geschichte gar nicht erst überleben. Hat sich doch alles gelohnt. Ja. Und der Gastank ist echt ein toller Treffpunkt für die Anwohner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich super toll. Und ich denke mal, der Gastank wird ja noch irgendwann gebraucht. Und ich hoffe, sie haben genügend Zeit eingeplant, um notfalls auch solche Fehler auswerten zu können. Aber dass die Bäume natürlich, wenn sie halbiert werden, nicht überleben, das sollte eigentlich klar sein. Also ich denke mal nicht, dass nicht wenige überlebt haben, sondern dass viele nicht überlebt haben. Ist schon enorm. Man kann sich das so auf den Bildern, die man vorher gesehen hat, gar nicht vorstellen, wie riesig das eigentlich ist, ne? Und richtig riesig wird's erst noch. Um den Gastank zu bergen, kommen 4 Schwerlastkräne. Wenn die umkippen, kommen für jeden umgekippten Schwerlastkran auch 4 Schwerlastkräne, also 16 Schwerlastkräne. Und sollten diese dann umkippen, kommen insgesamt... Okay, das reicht. Ja, das reicht und das wäre jetzt auch, wird auch zu viel werden, wenn wir das immer weiter ausrechnen, wie lange es dauert, bis dann alle aufgestellt werden. Aber wisst ihr, was das jetzt für eine logistische Arbeit wird, dieses Ding da wieder rauszuholen? Wie gesagt, 4 Schwerlastkräne, die müssen ja auch erstmal einen Schnellflächer haben dafür. Und ich werde mal gucken. Es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob es darüber ein Video gibt, wo festgestellt, wie sie die dann wieder rausgeholt haben. Ich werde mal gucken. Aber erst einmal danke, Mr. Zero, an den Vorschlag für diese tolle Folge. Und sie hat mir gefallen. Ich konnte mich wieder schön aufregen. Und vor allen Dingen, ich finde es eine Frechheit, was heutzutage mit der Natur gemacht wird. Nur weil der Mensch denkt, er wäre der Herr dieser Welt. Nein, ist er nicht. Wir sind das kleinste Rädchen. Weil wir können ohne die Welt nicht überleben, aber die Welt kann ohne uns überleben. Sollte man sich mal drüber Gedanken machen und nachdenken drüber, genau. Gut, aber wie immer, ihr wisst es ja, wir kennen das Ganze. Es wird jetzt hier auch eingeblendet irgendwo. Ich mache das aber jetzt hier bei den Kollegen von Extra 3. Ein Like gibt's, ein Abo gab's auch. Ich freue mich. Ja, ich freue mich, wenn ihr das bei mir auch macht. Ja, leider muss ich sagen, es sind immer noch viel zu viele Leute, die bei mir gucken. Keine Abonnenten. Wir wachsen langsam, aber stetig. Was schön ist, finde ich toll. Ein bisschen mehr Wachstum wäre natürlich auch schön. So, genau. Wenn ihr das Video ohne mein Gesappel hören wollt, natürlich nicht sehen wollt, unten Videobeschreibung, da steht das Ganze drin. Wollt ihr mal live dabei sein? Auch unten Videobeschreibung, da steht der Link zu meinem Twitch-Kanal drin. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wie zum Beispiel Anregung oder Kritik, solange sie konstruktiv ist, oder etwas als Vorschlag habt, so wie Mr. Zero hier, dann einfach unten in die Kommentare. Ich reagiere drauf und wenn es was ist zum Reacten,
wird es reacted, wenn es reactbar ist. Das ist nämlich immer der Punkt, den ich ansagen muss. Es muss natürlich reactbar sein. Es nützt mir nichts, wenn ich sage, ist was wie ein Musikvideo. Ich weiß, in anderen Ländern werden Musikvideos reacted. Ich mache das halt einfach nicht. Das ist nicht meine Art. Gut, okay. Aber, ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, euch viel Spaß beim weiteren Schauen von Videos hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.